Präsident, meine Damen und Herren! Die dritte Lesung zum diesjährigen Landeshaushalt findet diesmal erst im Februar statt. Ich glaube, darauf hat noch keine Rednerin, kein Redner hingewiesen. Damit befinden wir uns einige Wochen in einem Zustand der vorläufigen Haushaltsführung. Ich finde, diesen Zustand sollten wir nicht unnötig noch weiter in die Länge ziehen. Und trotzdem beraten wir den Landeshaushalt noch einmal. Und ich will die dritte Lesung hier für unsere Fraktion dafür auch noch einmal nutzen, zu unterstreichen und anzumelden, dass wir einen grundsätzlichen Beratungsbedarf haben. Der Beratungsbedarf deckt sich mit unserer doch sehr grundsätzlichen Kritik auch an der schwarz-grünen Landesregierung und ihrer Politik. Und deswegen haben wir diese dritte Lesung auch genutzt. Ein Redner, ich glaube, es war der verehrte Kollege Kaufmann von den Grünen, hat sich ja beschwert, dass es zu wenig Änderungsanträge gegeben hat. Will ich zumindest noch einmal daran erinnern, dass wir über 100 Änderungsanträge zu dem Landeshaushalt vorgelegt haben. Und mit diesen 100 Änderungsanträgen haben wir deutlich gemacht, welche Defizite wir sehen und wie wir ihnen begegnen wollen und wie wir sie verändern wollen. Und ich glaube, es steht auch dem Landtag gut an, mit Änderungsanträgen den Haushalt hier der Mehrheit zu begleiten. Der Landeshaushalt gibt uns natürlich noch einmal die Möglichkeit zu verdeutlichen, dass wir eine grundsätzlich andere Politik wollen, dass wir anders als die GRÜNEN uns nicht einfach so weiter durchwursteln wollen, sondern dass wir richtige Akzente für einen politischen Wechsel hier in Hessen deutlich machen wollen. Und wenn ich mir dann, verehrter Kollege Kaufmann, den staatstragenden und auch ein bisschen paternalistischen Gestus anschaue, mit dem Sie hier aufgetreten sind in der Haushaltsdebatte, dann hat das auch noch einmal verdeutlicht, ja, Sie haben es selber gesagt, wie weit Sie angekommen sind. Sie sind allerdings nicht angekommen in der Lebensrealität der hessischen Bevölkerung, sondern tief im politischen Establishment. Das hat diese Rede noch einmal verdeutlicht. Das ist der Werdegang der hessischen GRÜNEN. Also, es ist bitter nötig, zu verdeutlichen, in welche Richtung wir in Hessen eigentlich gehen müssen. Denn allen Ankündigungen zum Trotz schafft es die Landesregierung wieder nicht, die eigentlich notwendige und entscheidende Trendwende einzuleiten. Sichtbar wird das besonders bei den notwendigen Investitionen in die Zukunft. Der Jahresabschluss 2019 ist ja schon angesprochen worden. Der Jahresabschluss dokumentiert erneut, dass Sie nicht in der Lage sind, die geplanten Investitionen auch zu tätigen. Über 300 Millionen €, die veranschlagt waren, wurden nicht investiert. Das schadet der Zukunft kommender Generationen. Und da wäre es, anstatt mit den Fingern auf anderen zu zeigen, endlich einmal notwendig, die Planungskapazitäten auszuweiten, auch in diesem Haushalt, damit zukünftige Investitionen endlich getätigt werden können. Und wir brauchen diese Investitionen. Wir brauchen sie beim öffentlichen Nahverkehr, bei notwendigen Schulsanierungen oder auch bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Ja, wir geben ja zu, überall tut die schwarz-grüne Landesregierung ein klein bisschen, aber nirgendwo ist eigentlich die große Linie erkennbar, die dieses Land entscheidend voranbringen sollte. Sie ruhen sich Jahr für Jahr darauf aus, dass Sie schöne Zahlen haben, steigender Steuereinnahmen. Und ansonsten hoffen Sie, dass niemand merkt, dass es in Hessen zunehmend weniger bezahlbare Wohnungen gibt, dass die dringend notwendige Verkehrswende ausbleibt und dass die Schulen in unserem Land immer sanierungsbedürftiger werden. Ich muss Sie enttäuschen. Die Menschen, mit denen wir sprechen, die merken das in ihrem alltäglichen Leben. Sie verspüren das am eigenen Leib, und sie hoffen auf eine politische Wende hier in Hessen. Jetzt gucken wir uns noch einmal an, was wir versucht haben, für Akzente mit unseren Haushaltsanträgen hier zu leisten. Wir wollen deutlich machen, das Land Hessen kann mehr tun, um bezahlbare Wohnungen zu schaffen, um die Kommunen finanziell besser auszustatten, um Hessen insgesamt sozialer und gerechter zu machen und auch um die Verkehrswende noch deutlicher auf die Schiene zu setzen. Wir haben gezeigt, dass man allein im Wohnungsbereich mit einem Programm arbeiten müsste, mit dem man
mindestens jedes Jahr 10.000 neue Sozialwohnungen schaffen müsste. Diese Zahl ist auch nicht einfach fiktiv, sondern es geht darum, diejenigen Wohnungen, die aus der Sozialbindung fallen, zu kompensieren und den Bestand an sozialem Wohnungsbau wieder deutlich auszuweiten. Der Landesregierung fällt hier allerdings bisher wenig ein, um die Problematik am Wohnungsmarkt zu beenden. Und deswegen haben wir auch diesmal erstmals Mittel beantragt, um in Hessen in den angespannten Wohnungsmärkten einen hessischen Mietendeckel vorzubereiten, so wie es SPD, Grüne und Linke in Berlin vorgemacht haben. Leider hält die Landesregierung das bisher für Teufelszeug, aber wir arbeiten weiter daran, dass diese Forderung mehr Geltung bekommt. Wir wollen den Kommunen deutlich mehr Geld zukommen lassen, allerdings nicht wie diese Landesregierung, indem wir mit einer Heimatumlage den Kommunen vorschreiben, was sie mit ihrem eigenen Geld anzustellen haben, Stichwort Gutsherrenart, sondern wir wollen mit echten zusätzlichen Landesmitteln dafür sorgen, dass unsere Kommunen in Hessen in die Lage versetzt werden, in die öffentliche Infrastruktur zu investieren, die der Sparpolitik CDU-geführter Landesregierung der letzten Jahre und Jahrzehnte immer weiter marode geworden ist. Wir haben im Sozialbereich eine Reihe von Änderungsanträgen vorgelegt, die ebenfalls bei den Kommunen ankommen würden. Ich will dazu zumal an die in Hessen unterdurchschnittlichen Krankenhausinvestitionen erinnern. Allein hier wollen wir zusätzlich 180 Millionen € aufwenden. Wir wollen auch etwas für Familien und Bildung tun, das letzte Krippenjahr freistellen. Und weil wir uns anders als die GRÜNEN noch nicht damit abgefunden haben, dass es in Hessen die Schulen nicht in der Ausstattung sind, wie wir uns das so vorstellen, wollen wir das Thema Schulsanierung endlich angehen. Wir wollen echte Ganztagsschulen schaffen, und selbstverständlich gehört für uns auch dazu ein kostenfreies Mittagessen. Das ist Teil der Bildungsgerechtigkeit, das ist geboten und auch finanzierbar. Und Finanzierbarkeit war ja ein großes Stichwort hier auch in der Debatte. Ich glaube, alle Redner, mit Ausnahme der SPD, haben sich an uns abgearbeitet. Und ich kann das auch gut verstehen, dass Sie sich darüber ärgern und dass Sie sich an der LINKEN abarbeiten. Denn wir vertreten in dieser Frage die Position der Mehrheit der Bevölkerung. Nicht zuletzt eine letzte Umfrage des ARD Deutschlandtrends hat gesagt, die Mehrheit der Menschen in diesem Land sind für die Wiedereinführung der Vermögensteuer. 72% der Befragten, jetzt klar, die Anhänger der SPD über 80%, die Anhänger der GRÜNEN über 80%, aber sogar die Mehrheit der Anhänger der CDU, der FDP und der AfD sind für die Wiedereinführung der Vermögensteuer. Wenn ich mir diese Zahlen so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen, warum Sie sich alle hier ärgern, weil DIE LINKE die Einzige ist, die die Forderung nach einer gerechten Besteuerung in diesem Land, auch hier in den Hessischen Landtag, trägt und damit im Einklang mit der Mehrheit der Bevölkerung steht. Und dass sich die Rechtsaußenfraktion da besonders ärgert, das kann ich auch verstehen, denn ihre Steuerpolitik ist eine Klientelpolitik für die Reichen und Mächtigen in diesem Land. Mit den Interessen der arbeitenden Bevölkerung hat sie aber auch überhaupt gar nichts zu tun. Wir stellen jetzt seit über 10 Jahren, die wir hier im Hessischen Landtag vertreten sind, diese Forderung nach der Wiedereinführung der Vermögensteuer, einer gerechteren Erbschaftssteuer, immer wieder in den Hessischen Landtag, bringen wir sie ein. Wir wollen einen Einstieg in die Umverteilung des Reichtums in diesem Land, weg von dicken Bankkonten und Aktienportfolios hin zu den Menschen, die tagtäglich den Reichtum in dieser Gesellschaft erarbeiten, die wirkliche Leistungsträger sind. Und auch wenn es der verehrte Kollege Kaufmann so ungern hören will, wir werden es Ihnen auch jedes Jahr fürs Neue erklären, warum das so wichtig ist und warum das eine Grundlage für politische Veränderungen in diesem Land sind. Und wir sind gespannt, ob Sie denn dann in den nächsten Jahren hier einmal Position beziehen, ob Sie eine Wiedereinführung der Vermögensteuer und eine gerechtere Besteuerung der großen Vermögen in diesem Land wollen oder ob Sie es hier in Hessen weiter aussitzen wollen, und dass die hessischen GRÜNEN keinen Finger dafür krumm machen, dass sich da etwas ändert.
hat. Hier wäre ein bisschen mehr Elan gefragt, meine Damen und Herren. Und Herr Reul, weil Sie, der Kollege Reul von der CDU, hat von Augenwischerei gesprochen. Ich finde, es ist Augenwischerei, den Menschen vorzugaukeln, dass wir die vielen Probleme in unserem Land ernsthaft anpacken könnten, ohne uns gegen die himmelschreiende, ungerechte Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums in den Händen weniger zu wehren. Das, lieber Kollege, das ist Augenwischerei. Wer ein anderes, ein sozialeres, ein gerechteres, ein ökologisches Hessen will, der ist bei dieser Landesregierung an der falschen Stelle. Und deswegen brauchen wir hier grundsätzliche politische Änderungen. Ich will die dritte Lesung nutzen, auch noch ein bisschen was zu den Anträgen anderer Fraktionen zu sagen. Bedauerlich ist es, dass einige wichtige Anträge, wie zum Beispiel für den Schutz jüdischer Einrichtungen in unserem Land, aber auch die Einrichtung eines Livestreams des Landtags, zwar von vier Fraktionen, aber auf Wunsch der CDU nicht mit der LINKEN gemeinsam eingebracht worden sind. Wir bedauern da Ihre ideologiegetriebene Haltung sehr. Ich glaube, es wäre ein gutes Zeichen gewesen, wenn alle demokratischen Fraktionen diese Anträge gemeinsam eingebracht hätten. Wir gehen nicht so ideologisch vor wie die hessische CDU. Wir haben alle Anträge der anderen Fraktionen gelesen, geprüft. Vielen haben wir zugestimmt, manches haben wir abgelehnt, und auch bei einigen Dingen haben wir uns enthalten. Eine pragmatische, unideologische Herangehensweise, die uns zumindest von der größten Fraktion hier im Landtag wohl zu unterscheiden scheint. Ich will Ihnen deutlich sagen, dass es eine Fraktion aber gibt, deren Anträge haben wir komplett abgelehnt. Weil es auch schlicht keinen Sinn macht, sich da mit einzelnen Anträgen einer Fraktion zu beschäftigen, die insgesamt eine Politik verfolgt, die wir für grundsätzlich falsch halten. Die Rechtsaußenfraktion hat beantragt, 130 Millionen € für die inklusive Beschulung zu streichen, Mittel für Naturschutz und Verbraucherverbände. Sie wollten die Mittel für die Unterstützung von Flüchtlingen streichen, ökologischen Landbau, die Förderung versagen, Sprachkurse an Hochschulen streichen, die Förderung von Frauen in MINT-Fächern, soziokulturellen Zentren das Geld nehmen und stattdessen immer mehr Abschiebeknäste schaffen. Das, meine Damen und Herren, ist derart reaktionär, dass wir all Ihre Haushaltsanträge mit voller Überzeugung ablehnen. Mit der Politik gegen die Menschen in diesem Land machen wir uns nicht gemein. Gerade bei den Anträgen von FDP und SPD haben wir einigen zugestimmt. Viele Initiativen gingen da in die richtige Richtung. Allerdings teilen wir die finanzpolitischen Linien nicht. Es überzeugt uns nicht so richtig, alles mit globalen Minderausgaben zu finanzieren. Und bei der FDP da ist das dann ein bisschen merkwürdig. Es ist ja nachvollziehbar, dass Sie sagen, der Finanzminister ist nicht in der Lage, die notwendigen geplanten Ausgaben zu tätigen, gerade bei Zukunftsinvestitionen. Aber das macht doch die Veranschlagung der Mittel nicht falsch. Eigentlich müsste doch unser Ziel sein, dass die Gelder ausgegeben werden. Und bei der FDP kommt noch hinzu, dass sie globale Minderausgaben veranschlagen, um damit dann die Grunderwerbsteuer zu senken. Man könnte sich über die Grunderwerbsteuer, wie sie ausgestattet ist, gerne einmal unterhalten. Aber dass Ihnen nichts in dieser Situation nichts anderes als die ausgeleierte Platte von der Steuersenkung einfällt, das ist doch ein bisschen wenig angesichts der wichtigen Zukunftsaufgaben in unserem Land. So langsam dem Ende entgegen. Ich will trotzdem noch etwas zu den Änderungen der Koalitionsfraktionen sagen. Ich habe ja schon gesagt, einigen der Anträge haben wir durchaus auch zugestimmt. Wir sind da nicht so ideologiebeflissen wie die größte Fraktion im Haus. Allerdings will ich schon noch einmal feststellen, dass es erstaunlich ist, in welcher Fülle Sie eigentlich im Haushaltsausschuss mit Änderungsanträgen aufgetreten sind. Nicht alles, was Sie beantragt haben, war dann auch notwendig. Aber ich glaube, so mancher Antrag sollte dann eher als Arbeitsnachweis für die Fraktionen gelten, als dass er substanziell am Haushalt noch einmal etwas verändert hat. Ich denke da an einen Karrieretruck für 800.000 €, von dem wir nicht wissen, ob er mehr als Feinstaub und Stickoxide bringt. Aber wir werden uns das Ganze weiter anschauen. Zum Abschluss noch ein Ausblick. Der Landeshaushalt ist die konsequente Fortsetzung der CDU-geführten Landesregierung.
Sie schaffen es trotz vollen Kassen nicht, die notwendigen Zukunftsinvestitionen zu tätigen, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Und Ihnen bleibt symbolische Schuldentilgung, so widersprüchlich sie dann auch im Abschluss und in der Veranlagung ist, wichtiger als das Land gerechter, sozialer und ökologischer zu machen. Ich habe in der zweiten Runde der Haushaltsdebatte, in der zweiten Lesung gesagt, die GRÜNEN hätten am Wahlabend verkündet, noch nie war Hessen so grün. Angesichts des heutigen Haushaltes, den wir wohl verabschieden werden, muss man sagen, noch nie waren die GRÜNEN so schwarz wie hier und heute in Hessen. Diese bedauerliche Tatsache findet sich auch im Landeshaushalt. Wir haben deutlich gemacht, Herr Kollege Schalauske, Sie müssen jetzt zum Schluss kommen. Zum Schluss, Herr Präsident. Wir haben deutlich gemacht, wir wollen ein anderes, ein sozialeres, ein gerechteres Hessen. Deswegen lehnen wir den schwarz-grünen Landeshaushalt ab und bedanken uns bei allen, die die Beratung zum Haushalt ermöglicht haben, insbesondere bei Frau Goos und den Mitarbeitern des Budgetbüros.